Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und einige von euch hatten sicher gewünscht, dass wir mal eine Folge machen über die Kosten von so einem Meerwasser-Aquarium. Also die Anschaffungskosten, sowohl auch die Unterhaltskosten, beziehungsweise Stromverbrauch, Spurenelementeverbrauch und Co. Und ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und habe mir alles haargenau ausgerechnet und bin selber sehr überrascht. Und ja, wenn ihr da Lust drauf habt, einfach dranbleiben. Ja, das Schöne an so einem Hobby ist ja eigentlich, dass es extrem variabel ist. Also wir müssen es nicht immer auf die Spitze treiben. Ich weiß, das sagt genau der Falsche. Aber man kann zum Beispiel auch so ein Low-Budget-Meerwasserbecken aufbauen, was auch absolut seinen Reiz hat. Ne? Zum Beispiel kann man hingehen, ich sag mal so ein 250-Liter-Becken, ein paar schöne Kupferanemonen rein, ein Pärchen Clownfische. Super klasse aus und ja, ich sag mal, die Anemonen brauchen keine heftige Beleuchtung, ne? Da kommen wir halt mit relativ wenig aus und haben trotzdem ein sehr, sehr schönes Meerwasserbecken. In meinem Fall ist es natürlich, ja, wie soll ich sagen, ich habe es auf die Spitze getrieben, auch wenn es ein relativ kleines Becken ist, kleines gut und auch knapp 300 Liter. Ja, in meinem Fall hier habe ich ja kein Low-Budget-Becken aufgebaut, sondern eher wirklich ja, was relativ Hochwertiges. Und ja, wenn wir dann mal zu den einzelnen Kosten kommen, die Kombination, ich mache immer nur so circa Preise. Ne? Also ich werde jetzt keine exakten Preise nennen, weil die Preise variieren auch und wenn das Video in, weiß ich nicht, 2-3 Jahren nochmal geschaut wird und dann sagt jemand, Mensch, die Preise, die stimmen ja alle überhaupt gar nicht mehr. Und deshalb sage ich nur so ungefähr Preise, nicht den exakten. Also die Aquarienkombination mit Filterbecken, Unterschrank, dem OptiWhite Klarglasbecken ist relativ teuer, wobei bei dem, ja, wie soll ich sagen, bei der Qualität, die man da bekommt, ist der Preis auch meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt. Ne? Also wir liegen bei der Kombi, ja, bei knapp 1700 Euro. Ne? Da ist dann natürlich noch nichts dabei, was einen Stecker hat, beziehungsweise die ganze andere Hardware muss dann noch dazu gekauft werden. Die Beleuchtung, die ihr da oben seht, Giesemann Aurora V8, ist ja im Grunde genommen garantiert auch nicht die günstigste Beleuchtung, die auf dem Markt ist, aber ich bin so ein totaler Verfechter von Hybridlampen und ja, ist ein deutscher Hersteller. Lange Rede, kurzer Sinn, die Lampe liegt auch bei ja, fast 1500 Euro. Dazu kommen jetzt natürlich noch so Sachen wie Abschäumer, Förderpumpen, Strömungspumpen, ja, noch so ein bisschen anderes an Hardware. Bevor ich jetzt alles einzeln aufliste, wir kommen auf einen Gesamtpreis in der Neuanschaffung von 4260 Euro ungefähr. Also ich habe es ein bisschen aufgerundet. Was ich jetzt bei der Rechnung noch nicht mit drin habe, ich habe wirklich nur die ganze Hardware einmal zusammengerechnet, ist im Grunde genommen ja das Innenleben. Weil das Innenleben ist auch so extrem variabel. Ne? Je nachdem, welches Gestein ich nehme, kann man da auch einige hundert Euro lassen. Je nachdem, welchen Bodengrund ich nehme, je nachdem, was ich nachher an Korallen da wirklich reinsetze, da kämen ja dann noch so Sachen wie Salz und Co. dazu. Also rein die Hardware. Ja, bei den monatlichen Kosten von so einem Meerwasser-Aquarium gibt es ja einen ganzen Haufen Formeln, die man so im Internet findet, wobei die sind auch alle ja, mehr so ganz grobe Faustformeln. Wenn man da wirklich was Genaues haben möchte, muss man anfangen, genau auszurechnen. Was die meisten Leute zum Beispiel meinen, dass die Beleuchtung einer der hauptausschlaggebende Punkt ist, was den Stromverbrauch angeht, würde ich gar nicht so sagen, weil die Beleuchtung, die hat zwar hier, die wir hier drüber haben, eine maximale Leistung von 500 Watt, aber diese 500 Watt fahre ich hier bei dem Becken überhaupt gar nicht. Das heißt, die einzelnen Kanäle sind ja alle steuerbar und die Lampe dimmt ja im Tagesverlauf rauf und nachher wieder runter. Ich habe es dann so gemacht, ich habe da tatsächlich so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Strommesssteckdose dran, um da mal wirklich zu gucken, wie viel Watt zieht das ganze System denn tatsächlich unter Volllast, wirklich also zur Mittagszeit,
Die Beleuchtung läuft zum Beispiel auch auf, ich glaube, maximal 80% für 4 Stunden. Ne? Den Rest nimmt sie rauf und nimmt sie runter. Also sich das genau auszurechnen, ist eigentlich fast unmöglich. Ne? Da kam mir jetzt einfach zugute, dass ich das mit dieser Strommesssteckdose gemacht habe, somit auch wirklich sehen konnte, alles klar, um welche Uhrzeit, wie viel Strom, und habe mir das dann halt so zusammengerechnet. Ja, wie gesagt, die Beleuchtung zieht natürlich einiges an Strom. Was mich total überrascht hat, ich habe natürlich auch ein bisschen drauf geachtet bei der Anschaffung, zum Beispiel so eine Förderpumpe. So eine Förderpumpe läuft ja wirklich 24 Stunden und wenn die deutlich mehr Strom verbraucht als andere, dann hat man natürlich auch ruckzuck eine deutlich höhere Stromrechnung. Ne? Ich habe zum Beispiel, jetzt gucken wir mal eben, bei der Förderpumpe, da habe ich ja von Dupla Marin SPP 2000. Die zieht zwischen 13 und 25 Watt, also das ist für die Leistung wirklich absolut in Ordnung. Und ansonsten die Förderpumpen, die liegen dann bei einem Stromverbrauch von 20 Watt. Ne? Also da haben wir hier 20 Watt, da vorne 20 Watt. Das heißt, für die Strömung gehen insgesamt 40 Watt dann bei drauf. Der Abschäumer, da habe ich ja den Octo-Abschäumer, den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Da war ich total überrascht. Also das ist ja wirklich von der Leistung her ein spitzenmäßiger Abschäumer. Also ich habe schon wirklich an meinen anderen Meerwasserbecken auch deutlich hochpreisigere Abschäumer dran gehabt. Zum Beispiel Royal Exklusiv und Co. Und ich will sogar behaupten, dass der Octo damit absolut mithalten kann. Ne? Also der macht ein unfassbar gutes Schaumbild. Ne? Also ist super, super leise. Und was mich hier in dem Fall absolut überrascht hat, 11 Watt. Ja, gut, okay, so ein Abschäumer ist natürlich auch was 24 Stunden läuft. Wenn der dann nur 11 Watt hat, spitzenmäßig. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann bei Stromkosten, die ich mir ausgerechnet habe. 31,47 Euro pro Monat an insgesamt Stromverbrauch. Muss man natürlich auch berücksichtigen bei 33 Cent pro kW Strompreis. Ne? Also das muss man natürlich auch berücksichtigen, wenn ich jetzt bei einem relativ teuren Stromanbieter bin, ist natürlich auch nachher die monatlichen Kosten von dem Aquam relativ hoch. Ne? Aber ich war jetzt mit 31,47 im Monat tatsächlich überrascht. Also das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Natürlich kommen da noch einige andere Sachen, die monatlich zu Buche schlagen, wie zum Beispiel die Spurenelemente. Ne? Ganz regelmäßig, jeden Tag müssen wir hier die verbrauchten Spurenelemente nachdosieren. Aus meinen ersten Videos wisst ihr ja noch, ich habe mit den Spurenelementen von Triton das Becken gestartet, bin aber relativ schnell auf das Mittel von Tropic Marine All for Reef gestoßen. Und jetzt eigentlich schon seit einer ganzen Weile benutze ich nur noch das. Ist relativ teuer in der Lösung schon. Ich sag mal, das Video hat jetzt auch für mich ordentlich was gebracht, weil das All for Reef gibt es nämlich auch in Pulverform. Und dann natürlich um Längen preiswerter. Ne, also ich habe mir jetzt mal ausgerechnet gehabt, wenn ich hiermit arbeite, mit dem Flüssigpräparat, sind es im Monat so um die 30 Euro Kosten. Und wenn ich das Pulver nehme und selber das löse, ne, mit Reinstwasser, dann komme ich auf monatliche Kosten von nur noch 6 Euro. Das werde ich natürlich absolut genauso machen. Also das nächste, was ich jetzt mache, wenn ich wieder auf der Arbeit bin, ich werde mir das in Pulverform besorgen. Ein 5-Liter-Kanister werde das Ganze dann auflösen und werde das dann für das Aquarium benutzen, weil da kann man sich natürlich eine ganze Menge Geld sparen. Ne? Natürlich kommen noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel die Osmoseanlage oder Mischbett oder wie man auch immer sein Wasser aufbereitet. Das ist natürlich auch ein Verbrauchsmaterial, was regelmäßig getauscht werden muss. Ne? Entweder das Mischbettharz muss regeneriert werden, oder bei der Osmoseanlage muss die Membran getauscht werden, müssen die Filter getauscht werden. Das kommt natürlich monatlich auch noch dazu. Zum anderen unser Wasserwechsel. Ne? Ich mache jetzt hier an dem Becken alle 1 bis 2 Wochen mache ich einen 20%igen Wasserwechsel. Dafür brauche ich natürlich auch Salz.
Mittlerweile bin ich bei dem Salz, da so ein paar Sachen ausprobiert und ja, bin da auch bei dem Salz von Tropic Marine ausgekommen, weil halt viele, auch andere Hersteller gesagt haben, pass auf, wenn du unser System fährst, nimm das Salz von Tropic Marine, dann hast du auch bei der Labauanalyse wirklich keinerlei Verunreinigungen. Scheint wohl wirklich eins der reinsten Salze zu sein, die auf dem Markt sind und ja, ist, ich benutze das Tropic Marine, wie heißt das noch gleich, Tropic Marine Pro Reef. Ist auch nicht das günstigste. Ich glaube, der große Eimer, der liegt bei 120 Euro. Komme ich aber auch Ewigkeiten mit klar. Ja, wenn wir dann alle Kosten zusammenrechnen, den Stromverbrauch, unsere Spurenelemente, Osmosewasser, Salz und was noch alles so dazu kommt, kommen wir bei dem Aquarium auf ungefähr 50 bis 60 Euro im Monat. Ne? Natürlich ist das nur, ja, ich sag mal, ja, eine nicht ganz realistische Summe, weil ja, so ein Hobby besteht ja eigentlich da drin, dass man sich immer mal wieder hier eine schöne neue Koralle, da mal einen kleinen Fisch, da kommt man mal was dazu und da kriegt man noch was Tolles. Also an fixen Kosten sind es schon jetzt, die unbedingt sein müssen, im Monat ca. 50 bis 60 Euro. Ja, ich will gar nicht ehrlich zu mir sein, aber wahrscheinlich 100, 150 Euro im Monat werde ich da wahrscheinlich schon rein investieren.